Menschen. Aber wie kann ich es begleiten? Stille Erinnerungen. Zeugen tiefer Verbundenheit. Eine Tier-Mensch-Beziehung endet nicht mit dem Tod des Haustieres. Jedes Leben ist begrenzt, doch auch das Wissen darum macht im Ernstfall die Situation nicht leichter. Im Leben von Susanne Ebner gab es immer wieder Tiere. So wie die kleine Mischlingshündin Lola waren sie ihr alle ans Herz gewachsen. Die Erinnerungen sind immer noch lebendig an Senta, die Schäferhündin. Die Katze Timmy oder die vielen Kaninchen. Das Sterben ihrer Tiere zu begleiten und zu ertragen, war nie leicht. Ich habe immer in den Augen gesehen, dass sich das Tier von mir verabschiedet, dass das Tier mir sagt, jetzt ist der Moment und jetzt muss ich gehen oder will ich gehen. Viele Tierhalter sind in so einer Situation hilflos. Was kann man jetzt noch tun, um dem Tier das Ende zu erleichtern? Schöppe? Hier weist Tiertherapeutin Sonja Schöppe ab. Sie hat sich auf die Sterbebegleitung bei Haustieren spezialisiert und gibt Ratsuchenden individuelle Tipps und Hilfestellungen. Patentrezepte gibt es nicht. Dafür können nach ihrer Erfahrung aber pflanzliche und homöopathische Mittel hilfreich sein und auch Farben. Also bei den Katzen ist es meistens so, dass die relativ wenig möchten. Die möchten in erster Linie in Ruhe gelassen werden und das versuche ich dann dem Tierhalter auch zu vermitteln. Da kann man relativ wenig mit Farblicht machen. Meistens eine Decke anbieten, auf die die Katze dann freiwillig geht oder Bachblüten. Viel eher kann man damit Hundehaltern oder aber mit den Kleintierhaltern wie Meerschweinchen und Kaninchen arbeiten, weil die Tiere sich wirklich gezielt dann unter das Licht auch selber legen, sofern sie noch die Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Die Farblichttherapie zeigt sie an ihrem Kaninchen. Sie machte die Erfahrung, dass jedes Tier genau signalisiert, welche Farbe von ihm als angenehm empfunden wird. Es wird dann offensichtlich ruhiger. Der Tierhalter sollte also ausprobieren, was wirkt. Wie und warum Farben oder Bachblüten und Homöopathie helfen, kann sie nicht erklären. Viel wichtiger ist es, ihr Hilfe anzubieten, wo es bisher kaum Rat gab. Die Tierhalter, die beim Sterben sehr stark sind und die einfach diese Möglichkeit nicht brauchen, wunderbar, aber es gibt eben viele Tierhalter, die das nicht haben. Die kleine Lola ist mit ihren 12 Jahren schon betagt und hat ein schwaches Herz. Wie viele gemeinsame schöne Stunden Susanne Ebner mit ihr noch haben wird, ist ungewiss. Erschwerend kommt hinzu, dass die Tragik rund um den Tod eines Haustieres bisher kaum beachtet wird. Bei Menschen hast du vielleicht den Hausarzt, hast du inzwischen vielleicht einen Sterbebegleiter, der dir sagt, was du richtig machst, aber bei deinem Tier bist du auf dich alleine gestellt. Ich muss die Entscheidung alleine treffen. Insofern hätte ich mir gewünscht, jemanden zu haben, der mir hilft. Sie hat viele ihrer geliebten Tiere gehen sehen. In ihrem Garten steht die Urne ihrer Katze Timmy. Denn dort, an ihrem Lieblingsplatz, wurde Timmy eingeschläfert. Susanne Ebner wollte danach kein Tier mehr haben. Doch dann eroberte die verwaiste wunde Dame Lola ihr Herz. Wer will mich fragen?